Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Dave the Diver. Wie ich glücklicherweise in der letzten Folge herausgefunden habe, füllt ein kurzer Besuch im Dorf des Seevolkes den Sauerstoffvorrat wieder komplett auf. Genau, hier waren wir schon mal an der Stelle mit der Lichtqualle. Zieht euch das einfach in der letzten Folge nochmal rein, der können wir folgen. Aber da oben finden wir dann auch diesen Hai und ich hoffe, er ist schon verletzt. Wir probieren das nochmal. Der den Ball der Kinder verschluckt hat. Das überschnitt sich da nämlich alles. Ja. Kann ich hier noch was rausholen? Naja, das bringt mich auch nicht weiter jetzt. Ich habe auch keine Munition mehr. Ich muss es mit der Harpune probieren. Oder was gibt's hier? Können wir mal mitnehmen. Bisschen Sauerstoff. So, wieder zum Hai. Oh mein Gott. Ah, Mann! Okay, wir haben ihn erledigt. Haben wir dann auch den Ball? Wir werden sehen. Schwierige Geburt. Riesenmaulhai. So, ich schwimme nur noch mal kurz zurück, um Sauerstoff zu holen. Und dann können wir auch der Qualle folgen. Mal rein und wieder raus. Das hat nicht gut funktioniert gegen diesen Riesenkragenhai, aber naja, leidlich. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal mit der Qualle. Und finden dann auch den Hauskalmar wieder. Ob das der ist, der uns schon ein paar Mal veräppelt hat vorher im Spiel? Vielleicht. Hier befindet sich ein kleines Loch. Vielleicht ist der hier drin. Versuchen wir mal, die Taschenlampe zu benutzen. Wer ist die, um die Taschenlampe zu schwenken? Na, wo bist du? Oder bist du hier nicht? Da! Huch, ich glaube, ich habe gerade Linchens zahmen Kamar gesehen. Linchens. Und jetzt erst nach da rechts oben irgendwo geflohen. Da bist du ja. Okay, ich bin sicher, dass er da drin ist. Sollen wir mal nachsehen? Wir sehen doch gerade schon die ganze Zeit nach.
Kommst du mit? Er scheint sich etwas beruhigt zu haben. Wir sollten versuchen, ihn nach draußen zu locken. Ach ja, hier, wir haben ja auch den Köder dabei. Versuchen wir es mal mit dem hochwertigen Futter, das Linchen uns gegeben hat. Wahrscheinlich heißt es Linchen, aber Linchen kommt mir so, weil es sich so deutsch anhört, eher entgegen. Komm. So, benutze das. Jetzt benutze ich das Insektennetz, um ihn zu fangen. Super. Jetzt lass uns den Kalmar zu Linchen oder zu Linchen bringen. Okay, da haben wir jetzt zwei Sachen, die wir tatsächlich schon erfüllt haben, nämlich den Kalmar zurückbringen und den Ball zurückbringen. Ich bin ja ganz begeistert, dass wir hier schon mal zwei Dinge erledigen konnten. Was ist das? Ein Gummihuhn? Tu es einfach. Das ist so bescheuert. Das ist einfach nur bescheuert. Trotzdem hier noch mal ein bisschen, bevor ich zurückschwimme. Weil es könnte noch interessante Fische geben und wir könnten diese speziellen Korallen vielleicht noch finden. Die wir brauchen, um Brei zuzubereiten. Was haben wir hier? Bombenfalle mit Sensor. Brauche ich nicht sowas. Ne, so weit will ich jetzt doch nicht zurück. Mit. Ich habe dich ganz höflich angepikst. So, vielen Dank. Dass ich von meinen Ausflügen zum Seevolk wenigstens ein bisschen mitbringe. Ich folge dir sowieso. Sollte ich mir mal jemanden vom Seevolk fangen für Sushi-Restaurant? Na, egal, komm. Wieder rein ins Dorf. So, einmal zu den Kindern. Weiter zur Spielhalle. So, hier ist euer Ball. Wow, das ist der Ball. Du hast ihn wirklich für uns zurückgebracht. Das war echt gruselig. Ihr Kinder bleibt von jetzt an im Dorf, okay? Okay. Sagt Maima. Im Gegensatz zu dem, was man uns erzählt hat, sind die Menschen wohl nicht nur schlecht. Na, das ist ja zumindest mal ein kleiner Fortschritt. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, Mensch, sagt Biki. Bei und Vertrauen. Auftrag abgeschlossen.
Krallen hinkriegen, steht da nochmal auf dem anderen Blatt. Aber jetzt holen wir uns erstmal hier noch etwas Vertrauen ab. Und schon wieder ein Reim. Wenn auch kein Matthias. Oh, Sergio. Danke, Mensch. Ich hatte Angst, meinen Begleiter nie wiederzusehen. Es war nicht gerade einfach, deinen Begleiter hierher zu bringen. Ich werde dafür sorgen, dass das nie wieder passiert. Sehr gut. Und hier noch ein kleines Geschenk für dich. Sergios Porträt. Oh, Ich werde es im Restaurant aufhängen. Danke. Haha. Schau doch ab und zu mal im Spielsalon vorbei, Mensch. Sehr schön. Kann ich jetzt hier auch meine Seepferde hier lassen? So, ich möchte welche registrieren. Ersetzen, einstellen. Ah ja, Moment. Verpflichten. Ja. Das hat gar keine schlechten Werte. Können wir eigentlich mal ein flottes Rennen probieren, oder? Rennen? Normal. Platzieren. Auswählen. Und anfeuern, oder wie war das? Ich hätte gern, dass meins ein bisschen markiert ist. Bin ich das? Yes, erster Platz. Wenn wir schon mal hier sind. Ah ja, das gibt auch Geld. Ja Mensch, neue Rennen freigeschaltet. Normal 400, normal 100, kombiniert 100. Achso, da muss das Seepferdchen die richtige Größe haben, oder was? Gut, wie dem auch sei. Vielen Dank für gutes Geld. So, dann sind wir hier unter Wasser erstmal fertig soweit. Und begeben uns wieder in die Oberwelt. So, der Spiegel müsste ja gleich da hinten sozusagen fast um die Ecke sein. Da ist er. Und ab nach oben. Riesenmaulhai. Pazifischer Fächerfisch, Seekröte. Oh, Riesenmaulhai, Rogen. Eigentlich müsste man davon noch mehr erlegen, um die züchten zu können, diese ganzen Haie. Okay, Nachmittag. Der Thunfisch-Event ist morgen. VIP-Event ist morgen. So, beim Seevolk kommen wir gerade erstmal nicht weiter. Haben wir hier im Shop noch was? Unterwasserfrachtkiste. Ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal eine reguläre Runde tauchen und hauen uns da das Inventar so voll wie geht. Das erscheint mir sinnvoll. Und dann am Abend ein ganz reguläres Geschäft. Ohne Schnicki-Schnacki. Das ist ja dann morgen wieder der Fall. Die Kleinen lohnen sich irgendwann gar nicht mehr zu fangen. Ne? Dadurch, wenn die dann in der Zucht drin sind. Ihr wisst, was ich meine, oder?
So, ich will auf jeden Fall. Und was haben wir hier noch? Garnele? Weißfußgarnele. Ach Mann. Obwohl noch so ein Thunfisch gar nicht schlecht wäre. Mal gucken, wenn wir hier mit ein bisschen Geduld und Spucke gehen, einfach mal ausprobieren. Okay, dafür war ich da nicht nah genug dran. Hey, warum? Das war wahrscheinlich auch noch der falsche Fisch, den ich da gerade erwischt habe. Oh Mann. Ich bin echt ein Held beim Thunfischen. Kapau. Richtig weiter bringt mich das nicht. Nee, keine Lust mehr. Das ist mir zu doof. Ganze Munition verbraten. Alles vergiften hier. Ich glaube, ich muss ein bisschen tiefer, auch wegen diesen Korallen, die ich noch finden muss. Ui. Hi, hi. Sehr schön. So, Garnele. Wo sind hier, hier Seeengel? Da fehlen mir ja auch immer noch zwei. Du für einer. Großgefährliches Gebiss, aber ungefährlich, oder was? Jetzt komm schon.
gleich schon wieder völlig überfüllt hier. Komm, hier noch einen. Und dann gab es ja da oben einen Auftauchpunkt. Den machen wir uns dann wieder von dann. Wundervoll. Algen, Harlekin, Zackenbarschrogen, Dickhoff, Makrele, Rogen, Sepia-Rogen, einen Haufen Fischer mitgebracht. Wundervoll. Udo ruft an. Immer wenn ich mit den Folgen aufhören will, klingelt das Telefon. Dave, ich bin bereit, um Fotos von den Mantarochen zu machen. Ich habe einige Lichttechniker angestellt, um die Beleuchtung an den richtigen Stellen aufzustellen. Oh, du musst ziemlich viel Geld ausgegeben haben. Ah, so eine Gelegenheit darf man sich nicht entgehen lassen. Sie sagten mir, dass die Beleuchtung in einer Tiefe von 20 Metern angebracht wurde. Kannst du sie überprüfen? Ich erwarte großartige Fotos. Mache Fotos des Mantarochen. Finde heraus, wo die Beleuchtung installiert ist. Ja, das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Erst gucken, wo die Lichter installiert sind, danach eine verkürzte Schicht im Sushi-Restaurant und den Tag danach werden allerlei Specials hier zu absolvieren sein. Da bin ich auch mal gespannt, wie die laufen werden. Und habt ihr gesehen, im Hintergrund ist noch eine Sternschnuppe runtergerast. Das heißt, ihr könnt euch was wünschen. Und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.